Hallo Leute, heute zeige ich euch mein neues Auto und zwar das BMW i8. Yeah! I love my new baby. Dieses Video ist nicht zum Angeben da. Aber viele Leute fragen immer, was für ein Auto ich fahre. Ja, und jetzt passt es gerade thematisch, weil ich mir ein neues Auto besorgt habe. Und zwar mein Traumauto. Und ja, falls euch sowas nicht gefällt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Die, die dranbleiben, für die kommen ein paar Infos über das Auto. Ne? Das ist ein Hybridauto. Also der hier fährt Benzin und Elektro. Hier ist das Elektromotor hier vorne. Hier hinten ist das Verbrennermotor. Nur 3 Zylinder und 1,5 Liter Hubraum. Das bei einem Sportwagen. Ich weiß nicht, wie wir das hinbekommen haben, aber Respekt. Ich kann das Auto einfach hier in der Garage in die Steckdose stecken und es aufladen. Und du kannst damit 37 Kilometer fahren in der City. Spritverbrauch gleich 0 und auch keine Abgase. Was ich an diesem Auto am geilsten finde, sind die Türen. Und zwar haben wir hier Flügeltüren. Viele haben Probleme da reinzukommen. Ich überhaupt nicht. Also raus komme ich auch gut. Mein Vater hat so ein bisschen ein kleines Bäuchlein, was heißt klein, so ein Bauch. Bei ihm sieht es lustig aus. Er macht immer. So fährt der. Wie man denkt, die Tür ist vielleicht voll schwer, aber die ist sehr leicht, weil sie aus Carbon besteht. Ich krieg die Tür sogar mit meinem kleinen Finger zu. Bam! Von der Inneneinrichtung muss ich sagen, da bin ich jetzt nicht ausgerastet oder so. Echt? Warum so gemein? Kennt man halt alles schon von BMW, ist jetzt nichts Neues, ja eher schlicht gehalten. Hinten gibt es nur 2 Notfallsitze. Da hat man echt nicht viel Platz, aber im Notfall kann man halt hier, soll ich mal kurz zeigen. Für lange Fahrten ist das hier nicht geeignet, hier hinten. Für Leute, die Platzangst haben, auch nicht. Meinst du, ich passe da rein? Oh mein Gott, nein! Rein? Nein! Nein. Morgen! Also ich passe da nicht rein. Das Krasse an diesem Auto ist, wenn du es anmachst, man hört einfach nichts. Ist auch cool. Man kann auch das Lichtdesign hier ändern, also hier diese LED-Dinger. PS und du brauchst nur 4,4 Sekunden, um von 0 auf 100 zu kommen. Mhm. Wollt ihr mal den Sound hören? Geh mal nach hinten. So, und jetzt wird... Ich hab da wieder mein Zauber-Styling-Puder. Immer dabei. Das Coole an dem ist zum Beispiel, kannst du, wenn es zu warm ist, von zu Hause aus schon mal klimatisieren, kühl stellen oder wenn es zu kalt ist, schon mal das Auto warm machen, gucken, ob du tanken musst, Servicebereitschaft, Motoröl checken und solche Sachen.
Was sie auch hier richtig cool gemacht haben, das hier Blinker. Und zwar leuchtet dann diese coole hier. So bam, 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 bam. Zeige ich, wenn es dunkel ist. Leider erkennt man das nicht. Haben die cool gemacht, die Designer von BMW. Danke an Jimmy und du für die Aufnahmen. Ey, die Sonne kam wieder raus. Okay, ja, cool. Ja, danke. Dieser Typ hat seine 4 Millionen Abonnenten auf YouTube erreicht. Krass, Glückwunsch. Das war vor 2 Wochen. Ja. Kommt da hin. Kommt alles da schon raus? Ja, kommt. Jetzt? Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Das ist bestimmt geil. Ja. Der Wagen ist so schön. Tschüss, ich fahr. Das ist ein Lifehack. Du schenkst deinen Freunden eine 8. Die sind Freunde für immer. Ja, bester Lifehack. Singer was. Du bist auch Musiker jetzt. Boah, nee, danke. Das war mal ein anderes Video. Soll jetzt nicht zum Angeben sein, sondern ich glaube, viele interessiert das. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video, nächsten Freitag. Kommt vielleicht, kommt da sogar mein Musikvideo. Freitag. Bis dann, ciao, ciao, ciao. Eiscreme-Lifehack-Video. Ein paar rosane Kleckse vermischen wir dann die verschiedenen Farben miteinander. Galaxy Ice Cream. Dieses Eis. Ummantelt. Sieht doch cute aus.